Liebe Studierende, hier nun eine vereinfachte Diskussion des Foucault-Pendels. Wir betrachten also ein Pendel, das sich an verschiedenen Punkten auf der Erdoberfläche befinden kann. Am einfachsten ist natürlich die Situation eines Pendels, das sich am Nordpol befindet. Wenn das hier irgendwie gelagert wäre, frei gelagert und es schwingt hin und her, dann ist es einfach zu sehen, wenn man das von oben betrachtet, dann würde das bedeuten, dass eben das Pendel hin und her schwingt, die Erde sich im Endeffekt unter dem Pendel wegdreht. Und dann ist klar, warum sich die Schwingungsebene des Pendels bezüglich der Erdoberfläche dreht. Tatsächlich bleibt die Pendelebene immer in konstant, falls sonst keine Kräfte auf das freigelagerte Pendel wirken, und die Erde dreht sich unter dem Pendel hinweg. Also am Nordpol ist es am einsichtigsten. Jetzt, wie sieht es aus? Ein Pendel, das am Äquator auf und ab schwingt. Von außen gesehen, wiederum ändert sich die Pendelebene nicht, die zeigt einfach immer nach oben und nach unten. Und hier ist dann auch egal, wenn sich die Erde dreht und das Pendel ist frei gelagert, dreht sich zwar mit, aber sonst wird die Pendelebene nicht beeinflusst, dann zeigt die Pendelebene immer tangential nach oben und unten. Das heißt, hier ändert sich gar nichts. Das wird dann erklärt aufgrund der Tatsache, dass der Coriolis-Effekt am genauen Äquator 0 ist, weil hier steht der Winkelgeschwindigkeitsvektor. Und der Winkelgeschwindigkeitsvektor der Erde kann man entweder hier oben einzeichnen, weil das aber ein konstanter Vektor ist, könnte ich ihn auch hier oder auch hier oder auch hier einzeichnen. Der ist genau parallel zum momentanen Geschwindigkeitsvektor des Pendels. Und der Coriolis-Term ist ja gegeben durch ein Kreuzprodukt von Omega und V. Wenn die Paare parallel sind, ist das 0. Es gibt also keine Effekte und die Schwingungsebene bleibt konstant bezüglich der Erdoberfläche. Und irgendwo dazwischen ist eben genau ein Zwischending. Irgendwo dazwischen, das kann man sich vorstellen, hier schwingt das Pendel so, auf und ab oder so. In diesem Fall stehen der momentane Geschwindigkeitsvektor und der Winkelgeschwindigkeitsvektor unter einem bestimmten Winkel zueinander. Es gibt einen Coriolis-Effekt, eine Coriolis-Beschleunigung, die dazu führt, dass sich die Ebene des Pendels dreht. Nicht so stark wie am Nordpol, wo es am stärksten ist, weil hier ist der Winkel maximal, ist gerade 90 Grad zwischen dem momentanen Geschwindigkeitsvektor und der Winkelgeschwindigkeit, aber es dreht sich auch. Wie kann man sich das auch vorstellen? Man muss das Ganze projiziert vorstellen auf eine Scheibe, von oben gesehen. Sieht es eben auch wiederum aus wie eine Scheibe. Dann wäre das eine Situation, wie wenn man einerseits hätte man ein Pendel, das einfach in der Mitte der Scheibe hin und her schwingt. Wenn sich die Scheibe dreht, dann dreht sich einfach die Schwingungsebene des Pendels relativ zur Scheibe, dann ist das klar. Diese Situation wäre ein Pendel, das muss man sich vorstellen, wir hätten irgendwann ein Pendel konstruiert, das sich einfach konstant auf und ab bewegt. Dann egal, wenn sich die Scheibe dreht, bewegt sich das immer auf und ab am Scheibenrand. Und irgendwo dazwischen drinnen wäre das wie ein Pendel, das irgendwie schräg gelagert ist. Das oszilliert also in diese Richtung und das bewegt sich dann auch im Kreis und das führt zu einer Drehung der Ebene, dieser Pendelebene hier. Und jetzt versuchen wir uns zu berechnen, wie schnell diese Drehung der Pendelebene erfolgt. Dazu schauen wir uns das nochmal von der Seite an. Jetzt zeigen wir nur eine Hälfte der Erde. Das hier wäre Norden. Hier oben wiederum kann ich den Winkelgeschwindigkeitsvektor einzeichnen. Jetzt schauen wir uns einfach diesen Breitengrad an und den Winkel Theta. Hier sei der momentane Geschwindigkeitsvektor. Jetzt bitte ich den V', weil wir eigentlich rotierende Koordinaten betrachten, also ist das beschleunigte Bezugssystem. Ich kann, wie gesagt, den Winkelgeschwindigkeitsvektor auch hier einzeichnen und dann sehe ich, der Winkel zwischen diesen beiden Vektoren ist genau wiederum Theta, ist genau der Winkel gegeben durch den Breitengrad. Jetzt können wir uns berechnen, was ist der Betrag dieses Kreuzproduktes? Omega Kreuz V', das ist gegeben als Betrag von V', Winkelgeschwindigkeit, Betrag der Erde mal Sinus Theta.
Und damit folgt, der Betrag der Coriolis-Beschleunigung ist 2V'Omega e Sinus Theta, weil der Vektor selber, ihr könnt ja auch ein Vektorzeichen hinmachen, ist minus 2 mal Omega Kreuz V'. Jetzt wissen wir also den Betrag der Beschleunigung. Das können wir auch so berechnen, das können wir auch bezeichnen als Omega senkrecht. Das ist also einfach die Komponente von Omega, die senkrecht auf den momentanen Geschwindigkeitsvektor steht. Das wäre der Betrag dieser Senkrechtkomponente. Und nun schauen wir uns die Bewegung des Pendels genauer an. Das Pendel fange an, nach unten auszuschwingen, also nach Süden. Aufgrund des Coriolis-Effektes wird nach Westen abgelenkt. Das heißt, in einer bestimmten Zeit wird es abgelenkt um eine Strecke Delta S. Und die gesamte Strecke hier bezeichne ich mit S. Das ist die gesamte Strecke oder Länge hier. Und diesen Winkel hier bezeichne ich mit Delta Phi. Und dann schwingt das Pendel zurück. Wenn das Pendel nach oben schwingt, nach Norden, aufgrund des Coriolis-Beschleunigung wird es nach Osten abgelenkt. Und es endet irgendwo hier. Und wir sehen schon, bei einer Periode, bei einer Schwingung, dreht sich die Pendelebene um einen bestimmten Wert, nämlich um ungefähr zweimal diesen Winkel. Im Skript ist nun diese Bewegung, diese Schwingungsbewegung im Detail diskutiert. Wir schauen uns eine vereinfachte Bewegung an, wir schauen uns den vereinfachten Fall an, dass wir eine mittlere Geschwindigkeit berechnen. Tatsächlich ändert sich die Geschwindigkeit des Pendels. Am Anfang ist es 0, dann wird es schneller, dann wird es wieder langsamer, dann wird es wieder schneller, dann wird es wieder langsamer und so weiter. Wir schauen uns nur die mittlere Geschwindigkeit an. Und die setzen wir jetzt einfach an. Das ist ungefähr die gesamte Strecke S durch das Zeitintervall, das es braucht, um diese Strecke zu durchlaufen. Das ist also ungefähr S durch Delta T. Und jetzt betrachten wir kurze Schwingung, sodass diese Strecke nicht zu groß werden. Nun, was ist das Zeitintervall Delta T? Das ist gerade dp halbe, das ist die halbe Periode der Schwingung. Eine Periode der Schwingung ist gerade die Zeit, um eine gesamte Schwingung zu durchlaufen. Und damit sehen wir, die mittlere Geschwindigkeit ist also, wenn wir das einsetzen, 2s durch die Periode. Nun, während dieser Zeit, während das Pendel also diese Strecke runterläuft, wird es um die Strecke Delta S abgelenkt. Während Delta T gibt es eine Ablenkung nach Westen um Delta S, und das ist ungefähr gegeben durch, wenn wir annehmen, dass die Coriolis-Beschleunigung konstant ist in diesem Zeitraum, ist gegeben durch ein halbmal Beschleunigungsterm mal Zeit zum Quadrat. Wir nehmen an, ungefähr konstant angenommen. Warum ist das jetzt ungefähr konstant angenommen? Tatsächlich hängt ja die Coriolis-Beschleunigung von der momentanen Geschwindigkeit ab. Und bei einem Pendel, haben wir gerade gesagt, ändert sich die momentane Geschwindigkeit von 0 auf maximal, von 0 und so weiter. Wir nehmen jetzt an, eben, dass wir nur mit der mittleren Geschwindigkeit berechnen. Das heißt, die Ablenkung Delta S ist ungefähr 1/2 mal, jetzt setzen wir hier eben die mittlere Geschwindigkeit an. Das ist also 2 mal V' ist 2s durch dp. Mal Omega senkrecht. Mal Delta T zum Quadrat, und Delta T ist gerade die halbe Periode zum Quadrat. Und wenn man das nun ausrechnet, ergibt das 1/2 Omega senkrecht S mal dp. Das gibt eine 4. Die 4 kürzt sich mit dieser 4 weg. Und eine Periode kürzt sich hier mit dem Quadrat weg. Es bleibt also einmal die Periode. Nun kann man uns überlegen, was ist der Winkel, der überstrichen wird in dieser Zeit. Delta phi. Der ist ungefähr diese Strecke durch diese Strecke, ist
ungefähr Delta S durch S. Und damit fällt das S raus, ist also ungefähr ein halb Omega senkrecht mal Periode. Und jetzt können wir uns überlegen, in einer vollen Periode wird ein Winkel Delta Phi Periode überstrichen, der einfach zweimal dieser Wert ist. Zweimal Delta Phi, also Omega senkrecht mal dp. Das ist der Winkel, der einem Wert einer vollen Schwingungsperiode überstrichen wird. Nun, eine volle Umdrehung der Schwingungsebene bedeutet, dass Delta Phi tut, ist gerade gegeben durch 2pi. Wenn also dieser Winkel, der bei einer Periode überstrichen wird, Delta Phi Periode ist, dann bedeutet das, wenn sich das Pendel oder die Pendelebene einmal komplett gedreht hat, muss der Winkel 2pi überschritten worden sein. Das ist also die Anzahl Perioden mal den Winkel, der in einer Periode überschritten wird. Das ist also Anzahl Perioden mal Omega senkrecht mal dp. Und jetzt sehen Sie, jetzt haben wir hier eine fixe Zahl, das ist einfach eine komplette Drehung der Pendelebene. Wenn Sie jetzt einfach zählen, wie viele Schwingungen braucht es, um eine Vollumdrehung zu machen, und wenn Sie die Periode für eine Schwingung messen, dann können Sie Omega senkrecht bestimmen. Und wenn Sie Omega senkrecht bestimmt haben, dann können Sie aus dieser Gleichung bestimmen, unter welchem Winkel Sie sich befinden. Sie können also aus dieser Messung ausrechnen, bei welchem Breitengrad Sie sich befinden.